Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Blood Omen 1. Ja, im letzten Part sind wir aus Vorodors Menschen, ja, entkommen hätte ich jetzt schon fast gesagt, beziehungsweise sind rausgegangen, haben es halt verlassen mit einem sehr schönen Geschenk von Vorodor, nämlich einem Ring, mit dem wir ihn jederzeit rufen können. Was natürlich nicht schlecht ist. So, mal eben gucken, wo bin ich denn jetzt? Nee. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Und so verließ ich diesen Ort. Nun wusste ich genau, was für ein Monster aus mir werden würde, wenn ich mich meinem Fluch einfach hingeben würde und hatte einen Verbündeten für die Zukunft. Ja. Also so ganz zufrieden ist er anscheinend immer noch nicht mit seinem Vampir-Dasein. Interessant. Dann sind wir wirklich noch ein Welpe in dieser Hinsicht. Eine Triade schließt sich auf dem Dach der Welt zusammen, Kain. Eine Verschwörung zur Übernahme der Weltherrschaft steht bevor. Im Norden musst du Rache suchen. Okay. Wie er das gesagt hat, im Norden. Sehr schön. Im Norden musst du Rache suchen. So, erwische ich euch gar nicht. Schande über euch. Mal eben gucken, wo ich denn rauskomme, wenn ich hier lang gehe. Das interessiert mich gerade mal. Ah, ein Fledermauspunkt, wie ich es mir erhofft hatte. Sehr, sehr schön. Bam. Gut, dann kann ich jetzt wieder gehen. Und mal eben wieder zu meinem geliebten Flammenschwert wechseln, würde ich sagen. Ach, sieht so geil aus. Klinge so schön, feurig, orange, gelb, rot, Dingens. Ah, schön. Ich glaube, ich wechsle schon mal den Zauber. Sicherheitshalber, ne? Obwohl, ich habe eine Idee für die Wölfe. Kommt nochmal alle her. Kommt nochmal alle her. Ja, du auch. Und wo war denn hier noch einer? Hier waren doch eben drei. Wo ist denn der andere? Der dritte. Der dritte. Der dritte. Ja, komm her. Komm her. Ah, da hinten ist der dritte. Ja, komm mal her. Komm mal her hier. Warum kommt er denn nicht? Dann mache ich mal eben nämlich hier die Blutdusche. Boom, Baby. Naja, okay, ich habe den dritten jetzt sogar auch mit erwischt. Also das ist geil. Ach, I love it. Weil ich habe Blutdusche an sich echt nur sehr selten benutzt, muss ich sagen. Aber es ist schon echt eine feine Sache, muss ich sagen. Ist schon löblich, keine Frage. Nice. Oh Gott. Ein kleines Dörfchen wieder. Aber da oben geht's auch noch weiter. Ich glaube, da war gar nicht mal so viel. Und da oben geht's dann weiter. Ich glaube, dann kommen wir auch schon bald nach Dark Eden, einen Bereich, den ich überhaupt nicht leiden kann. Okay, erst nochmal verwandeln. Nein, so. Alter! Geht doch. Gut, dann werde ich hier noch nicht runtergehen, sondern erst später. Genau, jetzt kann ich diese schweren Steinsbrocken auch verschieben. Ja. So. Oh, sehr schön. Den Zauber liebe ich ja so sehr. Auf nichts mit. Ein ständiges Hin und Her, das ist ja furchtbar. Mann. Ich mag das nicht. Ich finde das doof, weil ich mit den Äxten keine Magie anwenden kann. Deswegen mag ich die nicht.
Spaß! Wuhu! Ja. Hey, Victor! Hey, Victor! Ich kann dem gerade nicht beikommen, ey, das ist ja furchtbar. Dann wechsle ich doch mal wieder auf diese Waffe. Und wechsle meinen Zauber. Scheiß Vogelscheuchen, ey. Die erinnern ja auch stark an Medieval, finde ich. Hey, Victor! So, weg bist du. Als ob ich hier irgendwelche Schalter umlegen würde, ey. Wow. Ich kann die Raben an sich auch gar nicht töten, echt, ey. Stirb. Elendes Gewölk. Ah, ich liebe diesen Zauber so sehr. Diese ständige Hin und Her, es ist furchtbar. Wahrscheinlich werde ich den Part auch so nennen, ständiges Hin und Her oder so. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht, wir werden sehen. La la la. Ach, diese Explosion immer. Sind hier oben denn noch weitere Bäumchen? Nein, da geht es einfach nur weiter. Okay, alles klar. La 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 la. Dann gehst du mal dahin und die schiebe ich mal hier runter, damit ich hier vorbei kann. La la la, dankeschön. Den hätte ich jetzt nicht fällen müssen, aber wenn wir schon mal dabei sind, ne? Dann fällen wir alle Bäume, die uns nur irgendwie in die Quere kommen. Und dann werde ich hier gleich mal die Häuser erkunden. So, hier ist nichts. Okay, gut zu wissen. Dumm die dumm. La 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 la. Was haben wir denn hier für ein Schild? Auf meinen Reisen habe ich viel von der Legende um Janus Audran gehört. In diesem idyllischen Dörfchen, Ustenheim, wurde der finstere Gegner geboren. Janus labte sich an den Bauern, bis er schließlich aufgespürt und hingerichtet wurde. Hm. Ja, das heißt aber Ustenheim und Janus Audran und nicht Janus Audran. Kein. Wann lernst du es endlich? Es ist furchtbar. Oh Gott. Naja, was sollen wir machen, wenn man in so einem Dorf lebt? Ne, klar, labt man sich dann an den Dorfbewohner, ne? Würdest du auch machen. Bin ich jetzt am Anfang? Ich glaube schon, ne? Ja, ich bin am Anfang. Sehr schön. Dann werde ich jetzt mal wieder zum... Obwohl, ich glaube, ich werde dann hier erstmal wegen Dorfbewohnern und sowas zu meinem Eisenschwert sogar wechseln. Ganz einfach, weil ich es kann. Weil ich ein bisschen Blut hier haben möchte. Nee. Ein bisschen Blut kann nicht schaden. Gut, dann werde ich jetzt mal der Reihe nach hier alle Häuser abfrühstücken. Mal schauen, was uns hier so erwarten wird. La la la. Was gibt's denn hier so Schönes? Wie erwartet Dorfbewohner zum einen. Ja, mach den Röckchen hoch, Baby. Haha, ich war schneller als du. Oh, hier ist ja noch jemand. Hallo. Da hinten ist ein Fass. Hier ist zwei Fässer sogar.
Das wahre Schlaraffenland hier. Hallo. Dankeschön. Oh, oh, oh. Keine Secrets. Na sowas aber auch. Bedauerlich. Wirklich sehr bedauerlich. Ja, kein Boss in der Schule jetzt nicht die ganze Zeit vor dir herzuschieben, ne? Das war es ja auch, was dir schon scheint. Komisches Haus. Aber na gut. Dann ist es eben so. Ich kann es nicht ändern. Ich hoffe nur, in diesem Dorf befindet sich auch ein Speicherpunkt. Oh, freut mich. Röckchen hoch. So, in dieses Haus gab es ja keinen Eingang, richtig. Gut, dann werden wir uns jetzt mal, ja, wirklich in dieses Haus begeben, weil das nächste ist. Eins nach dem anderen. Hübscher Weinkeller, der aber mitten im Haus ist. Schön, dass ich meinen Lieblingszauber hier wieder kriege. Ich freue mich. Oh, schade, den kann ich gar nicht verschieben, okay. Kann ich ganz nah ranschieben? Auch nicht. Da, 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 da. Ach ja, ich mag die Musik. Ustenheim werden wir auch in einem der anderen Legacy of Kain-Teile wieder besuchen. Nämlich in Soul Reaver 2, das kann ich euch schon mal sagen. Immer diese Wiedergänger hier. Sie wollen einfach nicht tot bleiben. Na komm schon, schönes Kind. Daneben nicht. Warte mal, da, 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 da. Da war ich drin. Alles klar, dann gehe ich jetzt hier rein, genau. Umbringen. Keiner entkommt mir. Hier ist nichts, sonst nö. Was, hier ist zu? Hier ist zu? Hier war gar kein Schalter unter den Stühlen. Wo ist denn der Schalter für diese Tür? Wo ist er? Stuhl stirbt. Ja, gute Frage. Ich hab keine Ahnung. Wenn ich hinter den Stuhl kommen könnte, sie mir verschieben kann, wäre es ja klar, aber so. Ich kann ja so gar nichts machen mit dem Stuhl. Wo ist denn nur der Schalter? Oder ist der hier auf dem Dach ja sozusagen? Keine Ahnung. Eben guck, ob ich den Energieblitz hier habe. Kann ich ihn damit aktivieren oder so? Wenn das ein Schalter ist überhaupt. Nö. Ist es aber nicht. Sehr eigenartig und mysteriös, aber na gut, dann ist es leider so. Schade, schade, schade. Aber was will man machen, ne? Jo, lauf durch den Blutstrahl hindurch, es stört dich doch überhaupt nicht, ne? Was seid ihr nur für komische Leute hier in diesem Dorf? Na, komm her. Lauf direkt an meine Klinge, mein Freund. Oh.
Da oben sind noch zwei Häuser, dann habe ich das Dorf auch schon durch. Sehr gut. Hallo. Ach, ich mag das, wenn sie das machen. Was gibt's denn hier Schönes? Guten Tag, mein Herr. Ich würde gerne etwas trinken. Dankeschön, sehr freundlich. Eine Theaterbühne? Puppentheater oder so? Keine Ahnung. Naja. Jetzt spielt sie jedenfalls nicht mehr mit Puppen, denke ich mal. Raus hier. Ach ja. Einen guten Schluck kann man immer gebrauchen. Irgendwann wird meine Blutfiole so voll sein, dass mir wirklich selbst der stärkste Gegner nichts mehr anhaben kann. Ich darf die nicht nehmen. Das heißt, ich habe voll? 99 Peitsche, tatsächlich. Ey, Wahnsinn. Dann muss ich wohl mal demnächst ein bisschen Peitsche benutzen, hm? Okay, das hatte ich echt noch nie. Das ist echt schade. Ich will Peitsche. Ja, siehst du, das ist schon eher okay. Davon brauche ich auch ein bisschen mehr, weil die benutze ich häufiger als Peitsche. Der Peitsche ist ein bisschen schwächer halt. Und ich will jetzt mal wissen, wie der Zauber heißt. Jetzt macht mich ganz kirre, immer nur zu sagen, ja, dieser Zauber. So, wie heißt du? Forados Ring. Ach, dazu kann er doch noch was sagen. Als ich den Ring betrachtete, stellte ich fest, dass er aus einem merkwürdigen Material bestand. Aus zermahlenen Zähnen, die in Blut gedrängt worden waren. Naja, typisch Vorador halt dann, ne? Implosion. Implosion heißt der Zauber, okay. Komischer Name. Implosion. Aber naja. Also ich mag Implosion lieber als Peitsche, ne? Um es nochmal richtig zu sagen jetzt. Mit Titel. Damit habe ich das ganze Dorf schon durch, ne? Ist ja krass. Ja, echt, ey. Nun gut, Leute, dann werde ich den Part erstmal hier... Stirb. Ja. Dann werde ich den Part hier in Ustenheim erstmal so beenden. Aber schön im Schatten, damit kein keinen Sonnenbrand kriegt. Kein. Mhm. Wir sehen uns hier, denke ich mal, im nächsten Part wieder und werden uns dann weiter auf den, ja, Weg machen halt, ne? Ich bin gespannt, was uns erwarten wird. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich nehme an, Dark Eden ist nicht mehr weit. Also schaltet wieder ein. Es bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.